bilderbuchhaftes Wetter in Hannover-Miesburg. Doch trotz des Sonnenscheins wird im Zahntechniklabor Lorck und Wothe gearbeitet. 24 Angestellte und Auszubildende produzieren hier Kronen, Brücken und Prothesen. Die beiden Zahntechniker Meister Matthias Lorck und Detlef Wothe kontrollieren jede Arbeit, bevor sie das Labor verlässt. Vor 20 Jahren haben sie zusammen ihren Betrieb gegründet. Seitdem ist er stetig gewachsen. Ihre größte Sorge zurzeit, der Nachwuchs. Sie brauchen dringend einen neuen Auszubildenden zur Verstärkung. Die Suche gestaltet sich jedoch schwieriger als gedacht, denn die beiden Meister stellen hohe Anforderungen. Das ist auch unser Anspruch, den formulieren wir hier ganz knallhart. Drei Bewerber haben es in die Endrunde geschafft. Jetzt müssen sie den Chefs bei der Probearbeit beweisen, dass sie das nötige Talent besitzen. Die Meister prüfen jeden der Bewerber ganz genau. Nicht nur Talent ist hier gefragt, sondern auch zuhören, wenn der Chef was sagt. Nee, nicht diskutieren. Ne? Das Küken kann ja nicht schlauer sein als die Henne. Bewerber Nummer 1 ist Sven Mackenstein aus Langenhagen. Der 21-jährige Abiturient hat gerade seinen Wehrdienst abgeleistet und jobbt nun als Barkeeper in einer Tanzschule. Die Idee, Zahntechniker zu werden, kommt bei ihm nicht von ungefähr. Seine Mutter ist gelernte Zahntechnikerin. Obwohl sich Sven sehr über die Einladung zum Vorstellungsgespräch freut, der Gedanke daran macht ihn auch nervös. Ja, ich hoffe mal, dass ich das ganz gut hinbekomme, dass ich ruhig bleibe. Nicht so viel Ich glaube, ich muss mir einfach nur gut verkaufen erstmal da. Ja, und dann wird man ja weitersehen. Vorstellungsgespräch, erste Hürde, ne? Die zweite Kandidatin für die Ausbildungsstelle ist Nicole Kopitzky. Zahntechnikerin zu werden ist bereits der zweite Berufswunsch der 17-Jährigen. Zurzeit macht sie eine Ausbildung zur pharmazeutisch-technischen Assistentin. Doch glücklich ist sie damit nicht. Also für mich wäre es sehr wichtig, den Job als Zahntechnikerin zu kriegen, weil ich gemerkt habe durch die Informationen, die ich mir geholt habe, dass der Beruf des Zahntechnikers ein wirklich sehr interessanter Beruf ist und dass ich diesen gerne ausüben möchte. Und meine bisherige Ausbildung möchte ich auf keinen Fall weitermachen, weil es einfach nichts für mich ist. Die dritte Kandidatin im Bunde ist Allison Siefert. Die 19-Jährige wollte bereits als Kind Zahntechnikerin werden. Jetzt hat sie ihr Abitur geschafft und kann ihren Traum endlich verwirklichen. Was sie an der Zahntechnik fasziniert, ist vor allem die ästhetische Bedeutung gesunder Zähne. Ich halte schöne Zähne für sehr wichtig, weil die für ein schönes Lächeln ausschlaggebend sind. Und das ist ja nun der erste Eindruck, der einen Menschen prägt. Der Tag des Vorstellungsgesprächs ist gekommen. Matthias Lorck und Detlef Wothe begrüßen ihre Bewerber. Die wiederum sind aufgeregt, wissen nicht, was auf sie zukommt. Bevor sich die beiden Zahntechnikermeister mit jedem Bewerber einzeln unterhalten, wollen sie sich zuerst in großer Runde mit ihnen zusammensetzen. Dabei geht es ihnen vor allem darum, den jungen Bewerbern ein paar grundsätzliche Dinge über die Ausbildungszeit von vornherein und unmissverständlich klarzumachen. Wir möchten mit unserem Personal und mit unseren Auszubildenden vorne an sein. Das heißt, das ist auch unser Anspruch, den formulieren wir hier ganz knallhart. Wenn Sie bei uns eine Ausbildungsstelle bekommen, dann möchten wir, dass Sie auf eine sehr gute Zensur hinlernen. Was uns auch unterscheidet, ist, dass wir nicht für die Straße ausbilden, sondern wir bilden in Wirklichkeit für uns aus. 50% unserer Mitarbeiter oder sogar mehr haben hier bei uns ihre Ausbildung absolviert. Deutliche Worte gleich zu Beginn. Die Bewerber ahnen jetzt, was auf sie zukommt. Als erste Kandidatin muss nun Allison Siefert ins Einzelgespräch. Die 19-Jährige ist etwas eingeschüchtert und bleibt erstmal still. Also übernehmen die Chefs die Initiative. Wenn ich mich richtig erinnere, die Freundin ihres Vaters ist Zahntechnikerin? Ein Freund meines Vaters hat eine Zahnarztpraxis und da eben auch ein eigenes Labor drin. Und da haben sie auch schon mal reingeschnuppert? Ja. Das fand ich eigentlich interessanter als die Zahnmedizin selber, weil ich so nicht ganz gerne 8 Stunden am Patienten arbeiten würde, sondern lieber im Labor was anfertigen. Die Chefs sind irritiert. Wer einen medizinischen Beruf ausübt, darf eigentlich keine Angst vor Patienten haben. Minuspunkt für Allison. Erzählen Sie noch mal ein bisschen so, weil Sie sagen, was Sie sich vorstellen, was machen Sie denn hobbymäßig so? Sport eigentlich, ja.
so irgendwie mit ihren Fingern, sag ich mal, was basteln, was Kreatives. Ja, weniger, da fehlt die Zeit für. Eine 19-Jährige mit Terminschwierigkeiten, jetzt verspielt sich Allison die letzten Sympathien. Als sie dann eben erwähnte, dass sie zu Hause handwerklich nicht viel machen würde, weil sie bedingt durch den Sport keine Zeit hatte oder hätte, war ich ein bisschen perplex. Wer hier so im handwerklichen Bereich Fuß fassen möchte, erwarte ich eben oder vermutet man, setzt man voraus, dass der eine auch so ein bisschen schon so das Kribbeln in den Händen hat. Ich dachte schon, dass da ein bisschen mehr kommt. Kann jetzt subjektiv sein, wir haben das Praktikum ja noch vor uns und da werden wir mehr erfahren. Aber es war schon ein bisschen flach. Der nächste Kandidat im Einzelgespräch ist Sven Mackenstein. Der Aushilfsbarkeeper ist anfangs sichtlich nervös. Die Chefs lassen jedoch nicht locker. Sie wollen ihn kennenlernen. Wie sind Sie denn jetzt auf Zahntechnik gekommen? Ja, hatte ich ja vorhin schon gesagt, meine Mutter ist ja Zahntechnikerin, Gelernte. Ja, und dann war ich ja eine Zeit lang beim Bund. Und da habe ich auch Leute kennengelernt, die Zahntechniker sind. Und die haben mir da alle empfohlen, haben gesagt, das ist ein Top-Beruf. Sven taut auf und kommt mit den Chefs ins Gespräch. Das verschafft ihm die ersten Pluspunkte. So wie Herr Mackenstein so rüberkam, ist er erstmal sehr selbstsicher. Das ist so ein Vorteil für das Bewältigen von Situationen am Arbeitsplatz. Denke ich, mache die Arbeit auch immer sauber, die ich anfange. Auch wenn es mal vielleicht ein bisschen länger dauert, was dann vielleicht wieder Nachteil ist, also eine Schwäche. Dass ich dann aber, wenn ich mich an eine Sache ransetze, dann auch meine Zeit dann brauche. Die letzte Bewerberin im Vorstellungsgespräch ist Nicole Kopitzky. Anders als ihre beiden Mitbewerber ist sie kaum nervös und gibt sich sehr selbstsicher. Was denken Sie denn, was auf Sie zukommt als Zahntechniker oder als Zahntechnikerin? Naja, also viel handwerkliche Arbeit halt auch, mit den Händen, feine Arbeiten. Aber dann halt auch so Wissen zum Beispiel, welche Metalle zueinander passen, wenn man dann zum Beispiel Kronen macht oder so. Nicole bleibt locker und hat sich sehr gut informiert. Die Chefs sind positiv überrascht. Also ich muss sagen, als wir das Gruppengespräch gemacht haben, saß etwas mäuschenhaft da. Ich dachte erst, oh naja, mal gucken. Aber jetzt im Einzelgespräch bin ich angenehm überrascht. Sie ist zu Hause sehr am Basteln und Fummeln und Spielen. Da erwarte ich eigentlich eine gute Orientierung im handwerklichen Bereich. Und da muss man vielleicht ihr dann noch den Kick geben im Arbeitsplatzmanagement. Den ersten Probetag im Zahnlabor absolviert Kandidat Sven Mackenstein. Es ist seine Chance, den Chefs zu zeigen, was er handwerklich drauf hat. Sein Betreuer für den heutigen Tag ist Matthias Lorck. Der Zahntechnikermeister führt den Bewerber kurz durch den Betrieb und gibt ihm im Anschluss gleich seine erste Aufgabe. So, hier ist für heute Ihr Arbeitsplatz. Wir haben so ein paar kleine Aufgaben vorbereitet. Am besten fangen wir mit diesem an. Aus diesem schönen Klotz, das ist Wachs. Richtig schickes rosa Wachs. Und Sie versuchen genau diese Form identisch nachzuschnitzen. Ne? Setzen Sie sich mal hin. Das ist eigentlich Ihre Vorlage. Und die kopieren Sie bitte so gut wie möglich eins zu eins. Ne? Wir wollen erkennen, ob Sie ein ganz gutes Formgefühl haben, ob das, was die Augen sehen, die Finger reproduzieren können. Okay. Sven geht zögerlich an die Sache ran. Er ist sich nicht ganz schlüssig, wie er mit dem Zahnschnitzen anfangen soll. Mal schauen, das ist ja ziemlich dick. Das wird, glaube ich, eine Mordsarbeit. Erstmal überhaupt den Block kleiner zu bekommen. Naja, mal gucken. Kriege ich schon irgendwie hin. Auch Kandidatin Allison Siefert hat heute ihren Probetag. Von Aufregung bei ihr keine Spur. Da ich es das erste Mal mache, denke ich, dass auch über Fehler hinweggesehen werden. Und ich denke auch, dass die Aufgaben nicht so schwer ausfallen, als dass ich da gravierende Fehler machen könnte. Mit gesteigertem Selbstbewusstsein versucht Allison, den schwachen Eindruck aus dem Vorstellungsgespräch wieder gut zu machen. Doch heute kommt es nicht nur darauf an. Ihre Auffassungsgabe ist ebenso gefragt. Und genau die wird Zahntechniker Detlef Wothe als erstes überprüfen. Wir haben hier dieses Tiefziehgerät. Hier ist so eine Heizspirale drin. Hier kommt ein Schienenmaterial rein. Jetzt gucken wir mal, wo die Folie auf der richtigen Seite ist. Jawohl. Und wie gesagt, wichtig ist, dass man sich das merkt, dass die Folie im Bereich des Schraubens und dann so runtergesenkt wird. Eigentlich sollte die Folie jetzt richtig sitzen. Doch die sportbegeisterte 19-Jährige hält sich selbst für eine Expertin. Hier fängt das gleich an. Hätten wir nicht die Folie vorher abmachen müssen? Nein, das ist eine Schutzfolie. Ich zeig dir gleich, wie das geht. Allison tritt forsch auf. Sie lässt sich nur ungern etwas erklären. Viel lieber stellt sie selbst die Fragen.
Wie warm wird das ungefähr? Wie lange das dauert? Nee, wie warm das wird, bis der Kunststoff schmilzt. In Temperaturen, was er ist? Keine Ahnung, haben wir nicht gemessen. Nö, ist ja auch nicht nötig, nur... Detlef Furte geht das eindeutig zu weit. Er möchte bei seiner Einweisung nicht ständig unterbrochen werden. Es gibt so einen doofen Spruch, aber ich finde, der trifft so den Kern. Das Küken kann ja nicht schlauer sein als die Henne. Ne? Und wenn Sie mich einfach erstmal ausreden lassen, dann kann ich das erläutern und dann können wir ja hinterher noch mal kurz drüber sprechen. Aber wir wollen ja hier auch nicht diskutieren. Sie können gerne zeigen, wie gesagt, dass Sie der Sache gewachsen sind. Aber ich sag mal, wir wollen ja nicht im fachlichen Bereich ausarten. Allison erkennt, dass ihr forsches Auftreten hier nicht gut ankommt. Bei der nächsten Aufgabe muss es besser laufen. Sie soll jetzt aus dem gerade hergestellten Rohling eine Knirschschiene herstellen. Detlef Furte bringt sie erstmal an ihren Arbeitsplatz. Sven Mackenstein schnitzt immer noch an seinem Wachszahn. Er ist sich noch immer unsicher, wie er aus dem Klumpen einen formschönen Zahn machen soll. Deshalb fragt er die Kollegin neben sich um Rat. Können Sie mal gucken, ob die Größe hier schon so ungefähr stimmt? Ein bisschen zu hoch, oder? Ein bisschen ist es noch zu hoch, ja. Also ein bisschen kleiner kannst du ruhig noch machen. Okay. Ja? Sven arbeitet langsam. Das missfällt Matthias Lock. Ihm geht durch die Nachwuchssuche schon genug Zeit für seine eigentlichen Aufgaben verloren. Man kann sich nicht den ganzen Tag nur um den Azubi kümmern, weil die Mitarbeiter haben alle Termine. Und das ist unser A und O. Ne? Die ganze Präzision und so ist alles sehr wichtig, aber wir dürfen unsere Termine nicht aus dem Auge verlieren. Ne? Zeitdruck ist genau das, wovor Sven sich gefürchtet hat. Prompt schaut ihm der Chef auch schon über die Schulter. So Sven, wie sieht's aus? Ja, es wird. Mensch, ist ja immer noch so groß. Ja, ja. Was los? Ja, das mit dem Reduzieren, das ist so eine Sache. Wir sind schon bei den Feinheiten. Erstmal reduzieren. Ja, ich habe erstmal gedacht, dass ich mir das so... Nee, nicht diskutieren, ne? Der Meister ist sichtlich ungehalten. Sven gibt jetzt richtig Gas, aber der erste Minuspunkt ist ihm sicher. Ja, ein bisschen träumt er im Moment, habe ich so das Gefühl, ne? Und man darf sich immer nicht zu sicher fühlen, ne? Bisher, so macht er ja seine Sache ganz gut, aber er soll schon das machen, was ihm gesagt wird, ne? Und nicht irgendwie rumdröseln. Allison ist derweil mit der Herstellung einer sogenannten Knirschschiene beschäftigt. Dazu muss sie die Schiene vom überflüssigen Kunststoff befreien und dann so glatt polieren, dass keine Kanten mehr zu spüren sind. So, wie ich sehe, ist die Politur erledigt. Gucken wir uns mal das Glanzstück an. Was mir gleich beim in die Hand nehmen aufgefallen ist, ist, dass es eben wirklich noch nicht so schön poliert ist, weil da noch ganz viele Flusen und Fransen sind. Ja, das ist für den Mund halt schlecht, da würde sich Plack ransetzen, würde ein Entzündungs- und Keimherd sein und würde ruckzuck eine Parodontitis, also eine Zahnfleischentzündung, ergeben. Da wäre auch kein Kunde mit zufrieden. Ja, okay. Auch wenn die Kritik des Chefs mehr als deutlich war, Allison ist von sich überzeugt. Die Knirschschiene hätte ich besser bearbeiten können, aber das war eben das allererste Mal, dass ich mit seiner Fräse umgegangen bin. Und ich denke, schon beim zweiten Mal würde ich es besser machen. Doch einen zweiten Versuch mit der Knirschschiene bekommt sie nicht. Auf geht's zur nächsten Aufgabe. Ich möchte gerne, dass Sie den Zahn eben 1:1 mit allen anatomischen Gegebenheiten nachmodellieren. Auch sie soll nun aus dem Wachsklotz einen Zahn schnitzen. Jetzt gibt Allison alles. Sie möchte zeigen, dass sie den nötigen Biss hat. Ach ja, das finde ich ja schön. Deutlich verbessert, deutlich schöner, deutlich auch mehr Spaß gemacht als die Schiene, schätze ich, ne? Ja, das stimmt. Nee, haben Sie wirklich gut hingekriegt. Ich wünsche Ihnen erstmal alles Gute, schönen Heimweg. Ich hoffe, Sie haben auch ein bisschen was mitgenommen. Alles gut, dann verabschiede ich mich. Ja, tschüss. Tschüss. Ich denke, im Großen und Ganzen hat sie sich dann hier, was man so in einem Tag, in 24 oder in 8 Stunden Arbeitstag sagen kann, relativ gut eingewöhnt. Und ich denke, das war eine ganz gute Nummer. Allison hat gute Leistungen gebracht. Sven dagegen ist immer noch nicht mit seinem Zahn fertig. Matthias Lork hat jetzt genug. Schließlich warten auf den Bewerber noch mehr Aufgaben. So Sven, wie sieht's aus? Ja, soweit. Mensch, wir müssen ein bisschen Gas geben. Ja, ja. Hat sich noch nicht so viel geändert von der großen Form. Na ja, gut, die Rundung habe ich reduzieren, jetzt... Reduzieren, ne?
Aber wir machen mal eine kleine neue Aufgabe zwischendurch mal. Kommen Sie wieder mit, wir gehen eine Etage tiefer. Direkt unterhalb des Labors befindet sich die Praxis von Matthias Lorks Frau. Andrea Lork ist Zahnärztin und fertigt hier einen Abdruck von Svens Zähnen an. Dieser wird für den weiteren Ablauf des Probetages dringend gebraucht. Die Aufgabe verlangt Sven zwar keine Höchstleistungen ab, angenehm ist sie aber trotzdem nicht. Okay. So, wir können den Kopf nach vorne neigen. Genau. Geht? Mhm. Nach wenigen Minuten ist der Abdruck ausgehärtet und kann herausgenommen werden. Zurück im Labor geht es damit in die Gipskammer. Zahntechnikerin Karina Koch zeigt Sven, wie er diesen Abdruck mit Gips ausgießt, um so ein Modell seiner eigenen Zähne zu erhalten. Sven erfüllt diese Aufgabe sehr gut und langsam bekommt er einen Eindruck davon, was von einem Zahntechniker erwartet wird. Ich glaube, man muss auch ein bisschen Ausdauer haben, weil einige Arbeiten sind ja nun mal auch sehr zeitintensiv. Ja, man muss halt, glaube ich, auch ein Händchen dafür haben, weil wenn man nun mal zwei linke Hände hat, kann man hier nichts reißen. Nachdem die Modelle fertig sind, werden Svens Arbeiten vom Chef kritisch begutachtet. So, jetzt kommen wir mal zu dem Teil, wo ich ja immer ein bisschen gejammert habe, ne? Aber jetzt haben wir es ja doch so beherzigt, was ich gesagt habe, ne? Ja. Reduzieren, reduzieren, reduzieren. Und jetzt sind wir doch so annähernd an die Form rangekommen, ne? Da, wo wir hinwollen eigentlich, ne? Dem Chef gefällt der Wachszahn. Erleichterung bei Sven. Also jetzt zum Schluss meinte der Chef ja, wäre in Ordnung gewesen, auch das mit dem Zahn, wo ich ja lange jetzt für gebraucht habe, hatte ich ja auch vorher schon gesagt, da die Größe auch hinzubekommen vernünftig. Da ist er ja zwischendurch immer mal gekommen und hat mich darauf hingewiesen, dass die Größe noch nicht stimmt. Ja, aber ansonsten lief's eigentlich. Während Sven noch seinen Platz sauber macht, zieht Matthias Lorck Bilanz. Ich glaube, er hatte so zu Anfang die Ernsthaftigkeit noch nicht gesehen. Ich glaube, er war auch noch so ein bisschen verspielt, so ein bisschen verliebt in seine Arbeit so ein bisschen und hat gar nicht so drauf geachtet, was er wirklich machen sollte, ne? Aber nachdem ich ihm dann noch das zweite Mal das ein bisschen härter oder nahegebracht habe, hat das dann wirklich sehr, sehr gut umgesetzt, ne? Der letzte Probearbeitstag hat begonnen. Nicole Kopitzky muss heute zeigen, dass sie nicht nur im Vorstellungsgespräch punkten kann, sondern auch handwerklich geschickt ist. Ihr Betreuer bei der Probearbeit ist Matthias Lorck. Zu Beginn geht es direkt ins Labor. Nach einer kurzen Einweisung am Arbeitsplatz bekommt auch sie ihre erste Aufgabe gestellt. Sie fangen bitte mit diesem molaren oder Seitenzahn an. Dann sollen Sie den, wenn es möglich ist, in derselben Größe nachvollziehen. Und wie gesagt, nicht gelangweilt irgendwie rumhängen, nutzen Sie den Tag, ne, dass wir richtig was schaffen und auch Sie was schaffen. Nicole schnitzt sofort darauf los. Die 17-Jährige weiß anscheinend, worauf es ankommt. Ihr Wachszahn gewinnt schnell an Form und sie selbst ist von sich überzeugt. Ich muss noch mehr an den Proportionen arbeiten. Ja, aber sonst, es sieht schon fast aus wie ein Zahn. Nicole sieht sich selbst schon fast am Ziel, doch der Chef hat seine Zweifel. Sie hängt so ein bisschen in ihrem Stuhl, sag ich mal, an dem Platz im weitesten Sinne und kratzt da im Moment so ein bisschen drauf rum, wo ich eigentlich mir nicht vorstellen kann, dass er die wirkliche Zahnform hinkriegt. Nicole versucht es tapfer weiter, doch Matthias Lorck hat sein Urteil bereits gefällt. Jetzt ohne was Falsches sagen zu wollen, ganz so schick ist er nicht, ne? Ja, das weiß also ein bisschen selber. Erkennt man einen kleinen Unterschied, ne? Aber wir machen das jetzt mal so, wir schließen diesen Part jetzt mal ab. Auch für Nicole steht jetzt der Gang in die Zahnarztpraxis von Andrea Lorck an. Ein Abdruck ihrer Zähne wird gemacht. Okay, jetzt kommt der Unterkiefer dran, einmal bitte aufmachen. Ist der Abdruck fertig, muss er sofort ins Labor, bevor er zu stark austrocknet. Im Gipsraum bekommt Nicole von Zahntechnikerin Karina Koch gezeigt, wie sie ihre eigenen Modelle herstellen kann. So, Nicole, hier sind ja Ihre schönen Modelle, ne? Mhm. Die beiden müssen wir noch abziehen, ne? Müssen wir manchmal noch mal ein bisschen vorsichtig machen, damit nichts abplatzt. Auf diesen Modellen werden wir die Schiene gleich ziehen, ne? Mhm. Ebenso wie Allison soll Nicole eine sogenannte Knirschschiene herstellen. Dabei wird eine Folie erhitzt und über das Modell ihrer Zähne gezogen. Zahntechnikergeselle Robert Dommach erklärt der 17-Jährigen das Gerät und fertigt den ersten Rolling an. Nicoles Aufgabe ist es nun, aus diesem Rolling eine Schiene zu machen. Doch der Umgang mit dem ungewohnten Werkzeug fällt ihr schwer. Ach,
Aber so leicht gibt Nicole nicht auf. Nach und nach bekommt sie das Werkzeug in den Griff. Am Ende ihres Probetages hat sie ihre Schiene fertig. Matthias Lorck begutachtet ihr Werk. Also die Schiene finde ich so ganz okay. Wollen wir mal gucken, ob die auch bei Ihnen im Munde sitzt, ne? Ja, passt. Haben Sie ein gutes Gefühl? Ja. Drückt auch nicht? Das tut sie nämlich garantiert nicht, weil sie haben sie ja relativ kurz gemacht und das ist für den Tragekomfort sehr gut. Der letzte Probetag ist zu Ende. Nicole ist zufrieden. Irgendwie mit der Schiene zum Beispiel wurde mir gleich alles gezeigt. Und bei dem Zahn wurde mir dann auch geholfen, was ich dann halt mal noch besser machen kann. Oder wo ich noch was verbessern sollte. Also ich fand es ganz toll. Die Probearbeitstage sind vorüber. Die Chefs beraten sich. Wer von den drei Bewerbern wird das Rennen machen? Die Entscheidung gleich. Für mich ist damit die Entscheidung eigentlich klar. Der Tag der Entscheidungen ist gekommen. Matthias Lorck und Detlef Vothe teilen den Bewerbern mit, wer von ihnen den Ausbildungsplatz bekommt. Alison, Sie liegen so ein bisschen zwischen den Welten. Ihre Arbeiten sind nicht schlecht, wir haben uns die auch lange angeguckt, aber es ist eben nicht für uns aus unserer Sicht so das Megatalent. Nicole, muss ich fairerweise sagen, Sie sind leider nicht dabei. Wahrscheinlich haben Sie es auch so ein ganz bisschen gemerkt. Wo wir wirklich Augenmerk drauf gelegt haben, ist auf die Modulation, auf die Anatomie, auf die Gestaltung. Und da haben Sie doch ein bisschen Schwierigkeiten. Das ist wirklich der Grund. Die beste Arbeit hat Sven gebracht. Also muss man einfach sagen, der Zahn ist wirklich nahezu 1:1 kopiert. Also für das, was wir hier die Jahre so an Praktikas durchgeschleust haben, ist das einfach eine Top-Nummer. Sven Mackenstein am Ziel. Er bekommt den Ausbildungsplatz als Zahntechniker. Obwohl er nicht der Schnellste war, hat die Präzision seiner Arbeit überzeugt. Natürlich freue ich mich darüber riesig. Ne? Und wenn man dann direkt am Anfang schon so ein Lob bekommt, dass das alles so gut aussah, dann glaube ich, dass ich das auch weiterhin ganz gut hinbekomme. Also ich habe das Gefühl schon gehabt, also bei dem Modellieren, dass ich das nicht so ganz hingekriegt habe. Und ich habe im Grunde damit gerechnet, dass ich nicht genommen werde. Es ist okay. Es ist, ich habe ja auch keine schlechte Kritik bekommen. Ich habe ja, oder was haben Sie gesagt, die Arbeiten sind okay. Klar, was ist Sven? War besser, aber sonst, wenn Sven nicht gewesen wäre, hätten sie auch mich genommen. Ja, okay. Svens erster Einsatz ist gleich ein ganz besonderer Zahn. Er und die beiden Chefs stellen zusammen das neue Wahrzeichen des Zahntechniklabors auf.